Wie geht's endlich raus aus dem Lockdown? Das ist die entscheidende Frage. Vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Krise in Deutschland mehren sich Forderungen nach konkreten Schritten aus dem strengen Lockdown heraus. Die Opposition im Bundestag fordert sie und auch in der Bevölkerung wächst der Druck. Wir brauchen einen Stufenplan. Wir haben deshalb in dieser Woche einen 7-Stufen-Plan vorgelegt, mit welcher Systematik es möglich ist, regional zu öffnen. Das erklären euch jetzt meine tollen Kollegen aus der FDP-Bundestagsfraktion. Stufe 6, Alarmstufe Rot. 200 bedeutet, 200 Menschen sind innerhalb der letzten 7 Tagen in einer Bevölkerung von 100.000 infiziert. Wir sind beunruhigt, wir müssen etwas dagegen machen. Es bleibt nichts anderes übrig als ein Lockdown. Das heißt, im Haushalt, im privaten Umfeld kann man nur jemanden zusätzlich besuchen aus einem anderen Haushalt, mehr nicht. Hotelbesuche aus touristischen Zwecken ist nicht möglich. Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomien sind erst einmal geschlossen. Das ist nicht möglich. Aber in den Schulen müssen wir auf Distanzunterricht gehen. In den Kitas können wir einen Notbetrieb aufrechterhalten. In den Universitäten gibt es die Möglichkeit der digitalen Lehrunterrichtung. Dann müssen wir auch weiter schauen, wie sieht es aus mit Besuchen in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Das ist auch nur mit Ausnahmegenehmigungen möglich, in der Form, dass vorher ein Schnelltest durchgeführt wird und dieser auch negativ ausgefallen ist und die Besucher nur mit FFP2-Masken in diese Einrichtung gehen können. Das ist alles möglich, damit wir wieder schnell von 200 runterkommen. Stufe 5. Wir sind bei einer Inzidenz von unter 200 immer noch in einer kritischen Phase. Aber wir dürfen auch nicht nur auf die Inzidenz schauen, sondern müssen auch dynamische Faktoren mit einbeziehen. Jetzt ist zum Beispiel in Kitas möglich, wenn Filteranlagen eingebaut sind, einen Regelbetrieb aufzunehmen und in der Schule zum Beispiel Wechselunterricht. Außerdem dürfen sich Haushalte mit einem weiteren Haushalt privat treffen. Was auch möglich ist in der Gastronomie und im Einzelhandel, dass man Click and Collect vornimmt. Das heißt, wenn man vorher im Internet etwas bestellt hat, kann man es vor Ort abholen. Was aber auch ganz wichtig ist, mit einem negativen Schnelltest kann man diese Vorgaben auch aufweichen. Denn ein negativer Schnelltest sagt, dass man im Moment nicht infiziert ist. In der Stufe 4 gilt das bei 7-Tages-Inzidenzen von unter 100 pro 100.000 Einwohner, sich im privaten Raum bis zu 3 Haushalte wieder privat treffen können. Für die Schülerinnen und Schüler gilt dann, dass die Kleinsten, das heißt die 1. bis 6. Klassen und die Größten, also die Abschlussklassen, wieder vollen Präsenzunterricht haben, während die Jahrgangsstufen dazwischen Wechselunterricht haben. Also mal die eine Hälfte in der Schule und mal die andere Hälfte in der Schule ist. Für Krankenhäuser und Pflegeheime gilt ein stark eingeschränkter Besucherverkehr, also sehr unter Kontrolle. Es gilt dann des Weiteren, dass körpernahe Dienstleistungen wie Friseure, was ich mal wieder bräuchte, mit Hygienekonzept, mit Schutzkonzept wieder öffnen dürfen. Und Zoos und Wildparks dürfen ebenfalls öffnen, also auch die Tiere und die Besucher dürfen wieder raus. Stufe 3 unseres Öffnungsplans ist eine ganz besonders wichtige. Nicht nur, weil die Kitas wieder in den Regelbetrieb übergehen können, sondern weil auch besonders von Corona betroffene Branchen wieder loslegen können. Darunter fällt der Einzelhandel, die Hotellerie, die Gastronomie, die Ferienhausbetreiber, aber auch Museen, die wir öffnen wollen. Selbstverständlich sind Besuche in Altenheimen und Krankenhäusern unter Auflagen weiter möglich. All das wird möglich, wenn der Inzidenzwert eine Woche lang stabil unter 50 ist. Liegt die Inzidenz stabil unter 50 für 21 Tage, dann haben wir Stufe 2 erreicht. Wir können wieder mehr kulturelles Leben zulassen. Theater, Kinos, sie können unter Auflagen wieder öffnen. Wir können auch kontaktarme Sportarten für Gruppen zulassen, wie zum Beispiel Tennis und Badminton mit einem Mindestabstand von 1,50 Meter. Und wir können die Teilnehmerzahl bei religiösen Veranstaltungen, wie zum Beispiel Gottesdiensten, erhöhen. Stufe 1 liegt vor, wenn der Inzidenzwert stabil mehr als 7 Tage unter 35 liegt. Dann fallen viele weitere Beschränkungen weg. Und so sind beispielsweise Treffen auch mit mehr als 10 Personen im privaten Bereich aus mehreren Haushalten möglich. Für Krankenhäuser und Pflegeheime gibt es nun erweiterte Besuchsmöglichkeiten. Außerdem können Bibliotheken, Bars, Freizeitparks und Hallenbäder unter Auflagen öffnen. In der letzten Stufe, der Stufe 0, gibt es allerdings noch keine komplette Entwarnung. Ist der Inzidenzwert eine Woche lang unter 10,
Dann gelten aber lediglich die AHA-Regeln. Das heißt, Abstand halten, medizinische Masken tragen, Hände waschen und lüften. Diese Maßnahmen gelten so lange, bis wir durch eine Impfung eine Herdenimmunität in der gesamten Bevölkerung erreicht haben.